mal wieder schön, nach Erfurt zu kommen. Viele nette Menschen hier kennengelernt und auch heute auch wieder getroffen. Und wenn man dann eine Mannschaft sieht, die eigene Mannschaft, die unsere Mannschaft sieht, wie sie heute auftritt, dann macht das natürlich doppelt Spaß. Eine wirklich überragende, geschlossene Mannschaftsleistung. Die Jungs haben von Anfang an sehr gut verschoben, sind in die Zweikämpfe gekommen, haben den Erfurter in den Zahlen gezogen, haben schnell nach vorne gespielt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, der Sieg war insgesamt auch verdient. Selbst dann in der zweiten Halbzeit, als wir einmal weniger waren, haben wir sehr gut verteidigt, haben relativ wenig zugelassen, erst am Ende, als die Kräfte wirklich schwanden. Weil ich schon sagte, eine gute Mannschaftsleistung, auch von den Spielern, die reingekommen sind, Patrick Zundi, der in den letzten Wochen sicherlich auch nicht so richtig in den Tritt gekommen ist, für ihn hat es mich gefreut, dass er da die Vorlage gegeben hat und der Lenz, der reingekommen ist, hat ein ganz hervorragendes Spiel gemacht für den Michael Ratajczak. Kevin Wolze heute auch überragend mit seinen zwei Toren. Für ihn hat es mich auch gefreut, er kam auch schwer in den Tritt, wie eigentlich die ganze Truppe, die noch nicht hundertprozentig fit ist, aber das war ein weiterer Schritt zu einer soliden Saison. Wir freuen uns jetzt auf unser Heimspiel, zu Hause gegen BVB 2. Ich habe gehört, wir haben schon 12.000 Karten verkauft. Das wird wirklich wieder ein Wahnsinn werden bei uns und darauf freue ich mich. Ich wünsche den Rot-Weißen alles Gute für den Rest der Saison. Das nach den guten Leistungen zur Saisonbeginn momentan für uns das Schwierige ist, so Woche für Woche absolut ans Leistungslimit zu gehen. Es ist auch so der nächste Schritt. Ja. Man ist eher mal in der Lage, 2, 3, 4 Spiele gut zu spielen, aber es kommt darauf an, ein gewisses Niveau über längere Strecken zu halten. Und da haben wir zumindest heute mit Duisburg einen sehr, sehr guten Gegner gehabt, der unsere Schwächen am heutigen Tag auch planlos ausgenutzt hat. Also wir waren heute, das, so ehrlich muss man sein, über die 90 Minuten gesehen, absoluter der zweite Sieger am Platz. Auch mit einem Mann mehr hatten wir nicht die nötigen Mittel, um jetzt Duisburg wirklich in Verlegenheit zu bringen. Das war ein Spiel, in dem man einen gewissen Niveauunterschied gesehen hat. Ja, Kevin, das war heute der erste Sieg für dich. Was sagst du dazu? Ja, wir sind natürlich überglücklich, dass wir so eine souveräne und gute Leistung hier abgeliefert haben. Und dass ich dann natürlich noch 2 Tore mache, ist umso schöner. Aber ich denke, es war heute eine super Teamleistung und ich bin einfach stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, über die kompletten 90 Minuten gesehen, glaube ich, ist der Sieg absolut verdient. Wir hatten, Gleichstand hatten wir die besseren Chancen. Auch nach der roten Karte, finde ich, haben wir das super gemacht, haben sehr gut verteidigt, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt und ich glaube, der Sieg geht auch in der Höhe so verdient. Was sagst du zu deinen beiden Treffern? Die waren ja beide super schön. Kannst du dich gar nicht entscheiden, welches dir besser gefallen hat? Ja, beim ersten kriege ich einen super Pass von Piero und da stehe ich dann allein vom Tor, nehme den nochmal an und brauche ihn dann eigentlich nur noch reinschieben. Und beim zweiten legt der King gut mit der Hacke ab und dann dachte ich mir, versuch's einfach mal den oben reinzuhauen, dass er natürlich dann so perfekt kommt. Das konnte ich nicht ahnen, aber das ist natürlich umso schöner dann. Für Kevin freut es mich. Der hat schon so ein bisschen letzte Woche an sich gezweifelt, dass er gesagt hat, oh, ich muss langsam mal wieder treffen. Und ich habe ihm gesagt, wenn er trifft, trifft er doppelt. Und so war es dann ja auch. Also 2 Tore zum Sieg beigetragen. Generell geht er auf jeden Fall in Ordnung, der Sieg, oder? Auf jeden Fall verdient? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auch in der ersten Halbzeit schon der King, der hat seinen Kopf an der Latte noch. Und mit 10 Mann, denke ich, kaum was zugelassen, bis auf einmal hat Lenzer gut gehalten und bis auf das Tor halt sonst auch gar nichts und wir waren immer wieder bei Konter gefährlich und es war einfach, denke ich, heute eine riesen Teamleistung. Dann nochmal vielleicht einen kurzen Ausblick auf das Spiel. Am Dienstag geht ja schon schnell wieder weiter, also müsst ihr euch jetzt gut regenerieren. Wie sehen die nächsten Tage dann aus? Ja, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Ich denke, mit guter Stimmung und dann heißt es so gut wie möglich zu regenerieren. Morgen früh erholen, ein bisschen auslaufen, Massage. Und Montag konzentrieren wir uns dann auf Dortmund und dann denke ich und hoffe ich auch, dass wir den positiven Trend weiter fortsetzen können.